schlafst jetzt? Also wir brauchen jetzt ein Peeling. Für morgen steht das Tanning an. Jetzt schauen wir, dass wir die Hautresten wegkriegen. Das siehst du jetzt nicht. Das wird aber erst einmal mit der Vorhaut nachher offensichtlich, dass man öfter so Hautreste bei der Brust, gerade Ellbogen, in der Innenseite da drin, den Übergang zur Achselhöhle. Und das schauen wir, dass die jetzt wirklich mit einem, am besten einem Meersalzpeeling so natürlich wie möglich vorgereinigt wird. Und dann soll es eigentlich morgen gut passen. Morgen am Abend gegen 8 Uhr, glaube ich, haben wir die erste Schicht. Bin ich gespannt. Aber das ist dann immer so mühsam. Legst du so ins Bett rein, färbst du überall ab. Das ist eigentlich so der Part, der mir am allerwenigsten Spaß macht. Immer dann, wenn die Farbe oben ist, kannst du wieder aufpassen, wenn du auf der Toilette drauf sitzt, dann hast du mal einen kleinen richtig braunen Rand auf der Klosüschsel. Aber tatsächlich nur von der Farbe. Ist auch neutrogener, eventuell halt die Skincare. Ich würde nur so ein totes Meersalz nehmen, wo die was am besten. Schau, weiß nicht. Eine und jetzt geht ohne Zusatz oder so. Wenn, dann muss es da oder da hinten sein. Das schaut schon mal gar nicht so schlecht aus. Das glaube ich ist nicht mit Activated Charcoal. Es darf einfach keine künstlichen Dinge drin haben. Ja, das hat sicher ein normales Meersalz am besten. Was? Rasierer, Body Scrub zu sicherem Wasser und wie nennt man das? Auf jeden Fall auch zum Hautpeelen. Also wir haben alles, was wir brauchen. Und jetzt geht's zurück, weil heute möchte ich, dass der dort wirklich möglichst entspannt wird. Ich möchte posen, Sicherheit maximal gewinnen und dann sind wir es für heute. Also heute wird entspannt. Am Abend haben wir noch Mitte Athletes. Das ist einmal so ein bisschen ein Teil, wo man die Möglichkeit hat, Fans zu treffen oder Fans die Möglichkeit haben, die Athleten zu treffen. Bin ich gespannt, wie das wird. Letztes Jahr war es auf jeden Fall sehr, sehr ruhig, wie gesagt. Da hat man mich zum Beispiel in die Staaten überhaupt nicht gekannt. Ich bin gespannt, wie es dieses Jahr wird. Ich denke, war sehr, sehr ruhig. Ich denke mal, dass es sein wird wie beim Bumstead. Immer der wird die meiste Arbeit haben und für uns werden sie entspannter laufen. Was denkst du, dass das jetzt so ist? Boah. Ja, momentan würde ich sagen $20 für die paar Sachen, die wir haben. Jetzt kommt noch Kaugummi. Schauen wir mal, was da Fisches haben. Sagst du Tropical oder Watermelon? Tropical. Habe ich mir vertäuscht. $43. Was hast du gedacht? Ja, vorher habe ich gedacht, vor die Kaugummi ist, dass ich bei 20 bin. Ich bin auch gerade geschockt. Nicht schlecht. Aber hey, wenn man beim IHOP frühstückt und auch nicht großartig auf die Kacke hat, zahlt man auch $60. In-N-Out war toll. In-N-Out war. Danke. In-N-Out war toll, war günstig, war lecker. Gell? Wird uns noch mal sehen. Wird uns noch mal sehen. Oh ja. Oh ja. Fix. So, jetzt schauen wir mal. Das Wasser an der 79. Rasierer, okay, die Rasierer alleine haben schon 12 gekostet. Dann haben wir das Peeling nur mit 12. Ja, der halt einfach, da kann man nichts sagen. Die Rechnung ist richtig, aber irgendwie ist es verkehrt, einfach in der Summe. Ja. Ja. Mhm. Der hast du gut geschlafen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin nur so weggenickt. Aber ich glaube, ihr könnt es besser sagen. Habe ich rüber geschnarcht? Richtig. Okay, dann habe ich gut geschlafen. Ja. Jetzt gibt es auf jeden Fall meine die dritte Mahlzeit. Ich habe schon begonnen, schon langsam den Oberkörper jetzt zu rasieren. Schaut ja besser aus. Ja, schaut dir besser aus. Es gibt immer so den Zeitpunkt, wo es besser die Haare stehen lässt, weil die Form noch nicht so gut ist. Aber jetzt ist es so die verschleiert, tatsächlich die verschleiernde Teils. Und ich glaube, wenn es jetzt nicht passt, dann wäre was falsch gelaufen. Also jetzt sind gleich noch ein paar Details rauskommen, auch gerade bei der Brust, seitliche Brustpose und so weiter, mehr Streifen drinnen. Mhm. Tut gut auf jeden Fall. Aber jetzt wieder mal gegessen, heute stehen circa, ich glaube, 5000 Kalorien am Plan, minimal drüber, ein bisschen über oder um die 900 Gramm Kohlenhydrate. Schauen wir mal, ob es noch Muffin gibt oder so. Ich bin nach wie vor der Meinung, glaube ich, eher heute nicht, weil ich nicht so leer bin wie bei den letzten Wettkämpfen. Aber wird auf jeden Fall interessant. Und später dann werden wir mal das Peelen anfangen, weil morgen jetzt zur Farbe.
Und dann nehme ich dann mit. Was macht man denn eigentlich das Peelen rein? Damit die Farbe gut hält. Also da schubt man so ein bisschen die Haut, also die Hautresten ab, vor allem so Ellbogenpartie, Knie. Du hast es viel wo sonst bei dir hängt. Also der Brustbereich, so Brustschulterbereich, wo immer so ein bisschen Haut schubt. Dass eigentlich die Farbe dann schön gleichmäßig ist. Sonst wird die voll fleckig. Mhm. Und wird es Abzüge geben? Schlechte Farbe, ist ein schlechterer Look. Ja, ein schlechterer Look, keine. Jetzt nicht expliziten Abzug, aber es macht halt das ganze Bild hässlicher. Mm. Und das wirkt dann halt einfach auch nicht mehr so schön. Und dann, ja, dann wirst du halt wahrscheinlich da nicht so gut bewertet, weil es halt das ganze Bild irgendwie verschlechtert. Aber es hat jetzt nicht wirklich viel Bock gemacht, aber es zahlt sich schon aus. Und tatsächlich letztes Jahr, weil Leute beim Olympisch-Ding sind, da haben wir gedacht, was habt ihr für Farben? Grünlich, fleckig bis kurz vorher. Also daran, wenn wir schon hier sind, soll es definitiv nicht scheitern. Also keine Schokosauce. Nein, leider. Aber ein bisschen können wir da drüber geben, oder? Okay. Übrigens natürlich keine Zuckerfrei mehr jetzt. Die würde ich mir wahrscheinlich sonst nie reinknallen. Aber jetzt beim Laden kann man das schon mal machen. Was passiert denn da? Da wird der Mantel abrasiert. Sie hat sich anders als tief, der Mantel. Nein, du hast voll wenig Haare. Wirklich wenig. Das letzte Mal. Kannst du schnell so drehen? Ja. Das letzte Mal haben wir rasiert beim Gaspos in Deutschland. Ja, darum ist gar nicht mehr so viel. Seither nimmer. Ein bisschen was liegt schon, ein bisschen Pölzchen in der Badewanne. Das sind einmal die Beine. Jetzt gehst du dann weiter mit dem Peeling. Und ja, auch das gehört zu den Vorbereitungen. Mittlerweile werde ich auch öfter gefragt, wie wir enttarnen. Ich habe mittlerweile mehreres probiert. Ich habe in Alicante in Portugal komplett chemisch enttarnt. Hat auch gut funktioniert, aber könnte natürlich die Haut irritieren. Und nachdem ich mir eigentlich jetzt denke, scheiß drauf, so nah kann überhaupt niemand sitzen, dass er diese kleinen Stoppelchen sieht, machen wir jetzt einfach eine Trockenrasur, wo ich weiß, dass die Haut empfindlich ist, wie Bauch, Brust, Oberschenkel und so weiter und ja, Achsel natürlich und Unterarme, die werden wir ganz normal nass rasieren. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass ich ihn schneide. Das ist das Letzte, was wir wollen, weil es gibt wieder Entzündungen, das kann wieder Biss, könnte Wasser ziehen, weiß ich auch nicht, aber ja, keine Verletzungen, aber ich mache es voll gerne. Ich habe so festgeschluckt, wie man da zieht man die Haare damit. So. Ich meine, nicht zu fest, damit es irritiert ist, aber Hautschuppen kann ja sein. Rot, darf nicht so fest. Nein, macht nichts. Das hat das bis morgen ist das alles easy weg. Das ist wahrscheinlich in 2 Stunden sogar weg. Weißt du, wie gleich das wie Krebs nach dem chemischen? Das tut mir mehr Sorgen gemacht. Ein Hand da auch. Boah, dein Unterrücken ist voll gestrichen. Hey. Boah. Ich war voll gespürt, den Wirbel habe ich vorher so gespürt. Hey, das ist heftig, wenn ich noch ein bisschen nach vorne. Nochmal zurück. Wenn du noch nicht mal anspannen, das ist so heftig. Ja, schau, schau. Okay. Wo hast du noch nicht? So vorne, der Hals, hätte ich gesagt. So, da. Nein. Zu mir drin. Der Schlaf hat ihm mega gut getan. Das ist wirklich Schlaf. Wirkt Wunder. Die Form hat gleich nochmal angezogen.
der Post auch wieder besser. Fabi muss sich langziehen in den Posen und wirkt einfach nochmal heftiger. Da kommt seine Linie nochmal viel heftiger zum Vorschein. Was kann man abschließend sagen zu dem Tag? Er war fulminant, fulminant. Also das Laden, glaube ich, ist jetzt einmal gut über die Bühne gegangen. Das erste Feedback, was natürlich auch gut getan hat, weil gerade also kurz vor dem Olympia ist mir einfach öfter mal unsicher. Oder jetzt in meinem Fall ja, weil ich sehr, sehr hohen Erwartungsdruck habe in mir selbst und einen sehr hohen Anspruch habe. Ich bin mir sicher, dem werden wir gerecht. Fühle mich gut. Die letzte Mahlzeit steht jetzt an. Das Meet der Olympians ist vorbei. Ich muss sagen, pum. Die Eindrücke, die Sätze selbst, die war echt beeindruckt. Das ist kein Vergleich mit Orlando. Ich bin froh, dass der Olympia zurück in Vegas ist. Die Atmosphäre war geisteskrank. Ihr könnt sich das vorstellen. 400 Starter sind am Start. Jede Menge Zuschauer, die das genauso gefeiert haben wie wir. Dass er endlich wieder offen ist, dass endlich wieder Fans kommen können und dass endlich wieder die Bodybuilding-Leidenschaft gelebt werden kann. Ich glaube, das kann man abschließend sagen. Bodybuilding lebt. Das war ein richtig, richtig cooles Gefühl. Das ist ein Highlight des Jahres, kann man auf jeden Fall sagen. Und ich hoffe, ihr habt es genossen. Und wenn ihr diese Reise supporten wollt, ihr wisst den Code. Schatz! Ja? Code? Classy FM. Bei Outfit für alles Österreich. Bei esim.com für alle anderen. Schweiz, Deutschland und so weiter. Danke, dass du dabei warst. Und wir sehen Sie, wenn wir dann die Bühne rocken oder wenn wir Vollgas geben, kommt vielleicht ja doch noch was davor. Aber spätestens auf der Bühne nehme ich euch wieder mit und es wird genial. Pam!